Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir spielen heute ein Duell der Tränen. Yugi. Ob schon Yugi. Warum antwortet er uns nicht? Ich habe ihn noch nie so gesehen. Er ist total weg. Nun, er hat gerade die einzige Chance, seinen Großvater zu retten, verloren. Mai kam splendide Treppe von Pegasusburg hoch. Was ist los? Wenn ihr genug Sternschips habt, um in die Burg zu kommen, warum seid ihr denn hier? Es ist Yugi. Er verlor seinen Sternschips an Käuber. Und jetzt ist es, als hätte er den Willen verloren, weiterzumachen. Also, der kleine Kerl verlor schließlich eins, hä? Glück für euch, dass ich kam. Hör zu, Yugi. Du wurdest geschlagen, aber das bedeutet nicht, es ist der Ende der Welt. Als ich geschlagen wurde, dachte ich es auch. Es war alles zu Ende für mich. Aber dann bist du eingesprungen. Und hast meine Sternships gerettet. Und jetzt erwidere ich deinen Gefallen. Aber wenn du deine Sternships aufgibst, kannst du nicht das Preisgeld gewinnen. Ich bin freundlich, nicht dumm. Wow, sie hat bereits 10 Chips für sich. Und mach weiter, Yugi. Du weißt, ich schulde dir einen, also nimm sie. Sind meine Sternships nicht genug für dich? Na schon. Na schön, ich werde sie behalten. Und deine Freunde können die deine Nase wischen. Den ganzen Weg zurück in den Kindergarten. Werde erwachsen. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Mai, werde nicht wütend. Du verstehst es einfach nicht. Oh, ich verstehe. Deine Freunde verloren ein lausiges Duell und jetzt ist er zu feige, um wieder zu spielen. Ist das nicht richtig? Wie erbärmlich. Komm schon, Hühnchenjunge. Duell mich für sie. Ich werde dich studieren. Ich werde dich hier und jetzt studieren. Für Yugi. Ja, GG. Das Gesicht sieht so scheiße aus. Arr. Sweet. Das ist mein Ohr, sieht dabei, ich muss mich selbst hören. Da über die Kopfhörer kann ich mich nicht hören. Vielleicht bin ich schon zu laut. Versteht der? Elfen, verstanden ich muss, dass man diese raushört. Ja. Ja. Schuhe aktiviere ich Elfenlicht. Danach aktiviere ich Kraft der Magie. Und damit hat es jetzt 2100. Powerboost. Kugelköpp. Und schießt. Damit wurde er vernichtet. Ich beende meinen Zug. Du Snitch. Alter, Aufrichtung, ne? Aufrichtig vor allem. Alter, gemeinsam sind wir stark sogar noch. Waffenbekommen. Den oder den, den oder den, den oder den. Wie gibt es 800? Rüste ich mal den aus. 2200, 2600. Sweet. Babyspieltracht der Harpien. Direktor Otaku. Otaku. Ich kann kein Japanisch. Habe ich das schon mal erwähnt? Affe. Sonst denkt ihr jetzt, ich bin einfach ein Affe. Ist gut, dass ich zweimal das Bild habe und mich dann noch einmal sehe. Noch ein gemeinsamen. Und noch ein gemeinsamen Sieg stark. Sweet. Nun setze ich eine Karte. Beziehungsweise Monster. Dann halt Spiritus 200. Ja. Dieses Duell ist ein bisschen zu leicht. Ist so ein richtiges Anfängerdeck. Alter. 4700 ATK, 4800 Verteidigung. Was liegt da verdeckt? Ich will's wissen. Sweet. Dann gib mir nochmal Flusterstöße auf die Hand, du Snitch. Easy.
als Nacktangriff. Und jetzt 5500 ins Gesicht. Easy money. Ich gebe auf Thea. Ich habe nicht die Karten, um zu gewinnen. Ich habe gewonnen. Gut gemacht, Thea. Du kamst wirklich durch für Yugi. Gute Partie. Was auch immer. Ich baue diese Sternenchips sowieso nicht. Mai gab ihren Sternenchips ab und begann wegzulaufen. Warte mal, ich muss dich etwas fragen. Wenn du die letzte Karte gespielt hättest, hättest du nicht gewonnen. Es war eh für nichts. Ich gab nichts, was der hätte stoppen können, mich zu schlagen. Einige Karten sind einfach nicht weit gespielt zu werden, Herr Yugi. Danke. Yugi, ich gewann diese Sternenchips für dich. Ich weiß, vielen Dank. Klar doch. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast, Thea. Du überwindest deine Ängste für mich. Und du hast mir den Mut gegeben, meinen umzugehen. Ich werde wieder duellieren und hoffentlich werde ich die Folgen nicht so stimmen, wie ich fürchte. Duell-Identität. Warte mal. Die Zeit war gekommen für die Duelist Kingdom im Turnierfinale und Yugi und Joey waren mehr als bereit. Ich hoffe, dass ich das Richtige tue mit dieser Entscheidung, mich wieder zu duellieren. Aber mit Großvaters Seele auf dem Spiel muss ich. Yugi und Joey gingen in die Arena und trafen sich mit den beiden anderen Finalisten, Mai und Bennett Kaif. Bennett Kaif hatte seinen Weg in den Finale betrogen und hatte keine Pläne, jetzt zu stoppen. Yugi, Joey, Mai und Bennett Kaif. Ich begrüße euch alle zu dem Playoff Arena. Hier ist, wo die letzte große Duell-Monster-Duell geführt werden, um die Meisterschaft der Duelist Kingdom zu bestimmen. Nur einer von euch wird als Sieger hervorgehen. Nur einer von euch wird die 3 Millionen Dollar Preisgeld gewinnen. Und natürlich, der Sieger in den Playoffs verdient das Recht, mich im Finale herauszufordern. Dem Sieger wird eine Bitte gewährt, was auch immer sein oder ihr Herz am meisten gewünscht. Und wenn es in meiner großen Macht steht, dies zu tun, wird der Wunsch gewährt. Der Sieger wird auch als der unbeschrittene Duelist Kingdom Meister gewährt werden und die Nummer 1 in der Welt. Und Jungs, das werde ich sein. Sicherlich ist jeder Duellant, der so weit gekommen ist, in der Erkenntnis gekommen, dass der Titel und das Geld nicht der einzige Preis ist, nicht wahr? Du bist ein normaler Komiker. Das Geld ist alles, was ich brauche für die Operation von meiner Schwester. Ja, ich bin sicher, dass einige von euch über andere Gründe in diesem Turnier zu sein, als andere. Ist es nicht so, Yugi Boy? Du hast meinen Großvater Sedo und Mokubas und sogar Koi-Bas in Gefangenschaft. Aber ich werde einen Weg finden, dich zu besiegen und sie alle zu retten. Das erste Halbfinale war Yugi gegen Mai. Obwohl Mai nun befreundet mit Yugi war, spielte sie, um zu gewinnen. Früher dachte ich, die einzige Person, die in ein Duel vertrauen könnte, war sich selbst. Alle anderen waren nur Gegner. Dann traf ich Yugi und ich lernte durch ihn, dass auch die stärksten Gegner in der Arena außerhalb Freunde sein können. Wenn er mir nicht seine Sternenchips ausgeliehen hätte, hätte ich vielleicht es nie in die letzte Runde gemacht. Ich stehe in sehr große Schuld. Ich habe Yugi ein ehrenvolles Duell versprochen und das ist genau das, was ich ihm geben werde. Aber wenn er denkt, das heißt, ich werde nicht alles geben, dann träumt er. Ich werde in diesem Spiel alles, was ich habe, geben und wenn Yugi untergeht, wird es einen Sieg, auf den ich stolz sein kann. Ich versprach ihm ein hervorragendes, ehrenvolles Duell, nicht leichtes. Jo. Und ich kann immer noch nicht reden. Ich bin so gut im Spiel. Beziehungsweise in Deutsch. Beziehungsweise in Reden. Und warum machst du die ganze Zeit so? Ich versteh's nicht. Snipe! Ja, Kunde Harpion. Oh nein, nicht noch eine Harpion, ich meinte Harpion. Harpion. Au. Mama, bitte nicht schauen. Au. Au. Ich aktiviere Schwarzloch.
ist so schwarz, ist sogar schwarz kein Begriff mehr für es. Und ist jetzt am uns verdeckt. Ich bin nochmal zu. Nase juckt. Ja, ich hab genug. Du hast. Und Missgeburt. Oh shit. Verdammt. Tschüss. Au. Auf dem Spielfeld, oder? Im Spielfeld. Und wir haben eine neue Zauberkarte, nämlich Ritual-Zauberkarte. Nur können wir die nicht benutzen. Weil uns etwas sehr Wichtiges noch fehlt. Ach, die 7 Sterne. Gut, Schnappstall, welche Zier hat seinen Spieldrachen klauen, ihren Spieldrachen. Angriffsposition packen. Weil ich weiß, ja, habt ihr ein Fehlerbild, Schatz. Finde es nicht so. Und tschüss. Das habt ihr ein Fehlerbild, oder? Sie wird den wahrscheinlich 99% entfernen. Yep. Und verloren. Verdammt. Er verloren. Wirklich zu schnell für die Kamera. Wenn meine Kamera ist einfach so eine Schrottkamera. Ja, wenn man 100 Jahre alt ist. Das ist echt null gelogen. Und damit die Kamera ein bisschen sich mitbewegt, muss ich langsamer mich bewegen. Das ist doch mal eine ordentliche Hand. Nicht so wie die davor. Ich weiß, warum ich dachte. Ich aktiviere die Zauberkarte. Schwarzes Loch. Ja. Nö. Nö. Dann lege ich die verdeckt. Nein. Und danach lege ich die verdeckt. Dann beschwöre ich geflügelter Drache Festungswächter Nummer 1. Und greift damit Y direkt an. Y, fragt ihr euch? Darum. Weil es kann. Und für den Achievement. That's weird. Alter, der Maul. Das sind die Ritualmonster. Wofür man die Ritualzauberkarten braucht. Die kann man nicht beschwören, außer durch diese Ritualzauberkarten. Ja, man braucht den Blatt. Man kann nicht irgendeine Ritualzauberkarte nehmen, weißt du? Viele. Man muss dann die richtige haben, die entweder das Monster draufsteht oder bei bestimmten Karten kann man den Blatt auch mehrere Monster mit beschwören. Ich kann jetzt kein Beispiel nennen, doch. Maschinenengel absolutes Ritual oder generell Maschinenengel Ritual. Das ist zum Beispiel eine Karte, mit der man jedes Maschinenengel Monster beschwören kann. Aber Maschinenengel Monster werde ich erst später sehen. Au! Ach verdammt, ich hätte nicht die ganze Zeit B drücken sollen. Boosted! Weil wenn man B gedrückt hält. Jo, B. Ja, das B. Ich hab so ein 0 auf 15 Cloud Kamera.
ein richtig schlechter Controller. Was eigentlich viel besser ist als mein alter Controller, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde schon. Wo ich sogar die Ladekabel kaputt gemacht habe. True Story. Ja. Ich habe jetzt den Faden verloren. Das ging aber schnell. Der hat ein Maul. Ja, mit der B-Taste kann man den Anfang gedrückt, kann man die ganzen Textboxen überspringen. Das ist der Grund, warum die ganze Zeit nicht aufgetaucht sind. Nervig. Und tschüss. Und tschüss. Es ist und schon. Verdammt, ich kann nicht reden. 16 Minuten aufgenommen. Cool. Halt den Maul, ich will angreifen. Ich will mir Textboxen skippen. Die Augen. Die Augen sehen so richtig scheiße aus. Ich hoffe, ich stehe teils im Achter, ne? Ich bin auch gestört. Sie bändigen sich und Zug. Dann beschwöre ich jetzt den keltischen Wächter in Angriffsmodus. Und greife mit altem Maul und dunkler Magier als ein verdecktes Monster an. Putz. Alles die Animationen sehen einfach so kacke aus. Habe ich ein bisschen mehr erwartet. Vor allem für ein PC-Spiel. Ich meine, ich erwarte jetzt nicht so die ultimative High-End-Grafik, aber. Wenn ihr schon High-End-Grafik macht, dann müsst ihr auch gute Animationen. Also, so viel kann ich auch verlangen. Ne? Dunkle Magie direkt Angriff von während des Duells. Warte mal, es gibt etwas, was ich dir sagen möchte. Danke. Du hast gesagt, ein Duellant kann mehr aus einer Niederlage lernen als ein Sieg. Und du hattest recht. Aber du, Mai, hast mir eine Menge heute beigebracht. Ich musste meine eigenen Ängsten und Schwächen konfrontieren, oder ich hätte dich nie besiegt. Es ist furchtbar nett von dir, das zu sagen, aber es scheint mir, dass ich auch noch eine Menge mehr zu lernen habe. Über Duellieren und über mich selbst. Aber dann denke ich, kein Duellant lernt jemals alles, was es zu wissen gibt. Doch ich habe schon alles gelernt. Und vielleicht die wichtigste Lehre ist, dass die Niederlage nicht für immer sein muss. Du hast dieses Duell gewonnen, Yugi, aber es wird andere geben. Du und ich werden uns in die Arena wieder treffen, Kleiner. Und wenn wir das tun, solltest du besser aufpassen. Get your game on! Keith's Plechlawine. Das zweite Halbfinale war Joe gegen Bernard Keith. Um im Duell anzutreten, musste jeder Teilnehmer seine Turnierkarte vorlegen, die Joey schockierend nicht hatte. Unbekannt zu Joey stahl Bennett Keith Joeys Eintrittskarte in der Nacht zuvor. Durch die Regeln des Turniers wurde Joey 5 Minuten wert, um seine Karte zu finden, oder er wurde disqualifiziert. Joey suchte überall, aber konnte sie nicht finden. Auf dem Weg zurück in die Arena brach er auf dem Flur zusammen. Entschuldigung, Schwester, ich kam nah, sehr nah. Komm hoch zum Boden, Joey. Komm hoch vom Boden, Joey, ja. Nicht zum Boden. Und Ben, die ganze Wein endlich. Du siehst aus wie ein großes Baby. Wer weint? Ich habe etwas in meinen Augen bekommen. Die dumme Sache kommt nicht raus. Mai reichte ihm ihr Soft-Taschentuch. Hier, lass nur nicht deine Nase drin. Weißt du, dass jedes Mal, wenn ich denke, ich habe die Chance gefunden, überraschst du mich? Hä? Thea erzählte mir über deine kleine Schwester, wie du dich verliest, um das Preisgeld deines Turniers für sie zu gewinnen, sodass sie ihre Operation haben kann. Klang wie eine schlechte Seifenoper, um ehrlich zu sein. Aber dann, wer liebt nicht seine eine schlechte Seifenoper? Wie auch immer, wir sehen uns, Süßer.
Als Mal ging, bemerkte Joey, dass sie ihre Turnierkarte im Softtaschentuch versteckt hatte. Warte mal, nimm sie. Ich brauche sie nicht mehr. Eine Sache aber. Ne? Nimm Bandit Keith raus. Joey rannte zurück in die Arena. So, du Punk, komm uns schlechte Nachrichten zu geben, oder? Lass mich raten, du konntest die Karte nirgends finden. Wovon redest du? Ich hab sie genau hier. In Ordnung, Keith. Zeit zum Duell. Okay, weißt du, ein Teil von mir wollte, dass du es schaffst. Ein Riss deines Aufwärmspiels könnte mir gut tun. Ich werde dich aufwärmen und erledigen. Sag mir, wie fühlt es sich an, sich als Amateur gegen einen internationalen Duellier-Champion zu stellen? Oh, die Interkontinentalmeisterschaft. Ich könnte einen besseren Preis in einer Konfliktbox gewinnen. Ach, Punk, ich werde dich lehren, meinen Titel zu respektieren. Eigentlich hatte ich schon. Leute, das geht damit auch. Boah, Alter, ich hab 27. Die Tausendrache. Mich ist sowieso ein Beschützer vor uns. Ach, Erfahrung würde ich noch nicht spielen. Eigentlich würde ich keine Karte spielen. Ich meine, mein Zug. Deshalb passt ich als Zweiter dran zu sein, weil man einfach so gut wie nicht wirklich was machen kann. Okay, das ist ein relativ sanftes Duell. Setzt zwei Karten für Jack und beende meinen Zug. Was hat Kai vor? Will mich einfach nur aus der Ruhe bringen? Oder hat er das in der Hinterhand? Ich bin nochmal ein Zug. Alter, das ist mir langweilig. What the fuck, Alter, was passiert hier? Masaki, direkter Angriff. Shit. First Blood. Neat. Alter, was ist für ein Duell? Also wirklich? Keiner macht irgendetwas. Und tschüss. Direkter Angriff. Bandit Kai. Bandit Knecht. Oh, er hat etwas gemacht. Wie konnte er nur? Und noch ein Zeitsauber. Wir haben uns alle an den zweiten Part. Wollen wir an den Ende? Und schön. Pass auf vor den Sprengungen. Au. Und ich setze eine Karte versteckt und beende mal Zug. Let the lane begin. Yeah. Was ist denn los? Alter. Krieg ich aber ordentlich Karten? Das kann man doch kein Duell nennen. Polymerisation. Ich bin ein Drache und ich bin 1000 Jahre alt. Gib mir lieber aus dem Weg oder ich töte dich. Geburtsrecht. Missgeburtenrecht. Heute mal nicht. Shit. Haha, du bist genau meine Falle getappt. Sakurai zur Rüstung. Bitch.
Alter! Gibt's auch mal ordentliche Karten. Direktangriff. Der sogar durchging. Cool. Letztens kam uns später, habe ich das Duell gewonnen, würde ich mal sagen. Was steht da? Au. You tricky bastard. You sneaky, sneaky, tricky bastard. Bastard. Hätte ich nicht umgeschaut, 2000 oder so, ne? Ja. Okay, dafür hat sich jetzt nicht gelohnt. Oder vielleicht doch. Das hat sich ja doch gelohnt, nur ich wollte es ein bisschen spannender machen. Nicht nur so. Schiss. Oh yeah. Bitch. 50 Damage. Yay. Da haben wir es doch nicht geschafft. Holy moly. Holy Macaroni. Oh no. No no. Oh no. Oh no. Fucking no. 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 Oh 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 yeah. Oh, voll cool. Na, come on. Au. Bauen anders und so. Oh, come on. Oh, come on. Seriously? I'm lame. Time to let go! Oh, verloren. Scheiße. Verdammt, kein Glück. Und nochmal. Wir nehmen gerade mal 30 Minuten auf. Okay. Da können wir noch mindestens ein Duell machen. Stein. Der Anfang war aber super geeky. Danach wurde es aber schon ein bisschen heftig, muss ich sagen. Arr. Kann ich nochmal schon rein. Ja. Als Wash ist Metamorph. Top da hier, komm schon. Give me a great card. It's not a great card. Not a great card at all.
Gerardus Zetto? Kann Ende. Und noch Mausoleum des Kaisers. Au. Der kam vom Herzen. Na. Okay, wie ist man so schwer? 1800. Ach, das lohnt sich ja gar nicht. Tausend Dragon in Attack Position. Angriff. Ich glaube, ich hätte noch Monster im Bau schauen können. Ups. Oh, come on. Why do you need to do that? I don't get it. Au. Au. My God. Und Tschüssikowski. Zeitmaschine, Alter. Das wäre echt übel gewesen. Dann kann mich nicht verteidigen. In diese Bestien. Ist nur rotäugiger Kackdrache. Okay, ist tot. Er war nicht bei Treibung etwas? Ich glaube, es war mit Gatling-Drachen. Spoilert. Oh ja, Spielkraft. Uiuiuiui. It's safe. Ich bin mein Zug. Time to get my game on. You pranked, bitch. Bandit, bitch. Oh, come. Oh, why do you need to do that? Kann ich am Suizid beginnen? Oh ne, kann ich nicht. Ui. Dann wollte der PC Suizid beginnen. Und nichts zu meinem Monster und dann ist er gebumst. Dann ist er so richtig hart in den Arsch gebumst. Aber bitte gib mir mal Monster Stufe 4 oder niedriger. Aber es ist nur Schuss, jetzt kein Monster, wenn der Kiefer. Ja, also genau das wollte ich. Genau das wollte ich. Nun brauche ich noch ein Monster. Und dann ist sein Spielautomat Geschichte. Außer ich. Also ist halt sauber. Seriously? That sucks. That really sucks. Verwirrt fand ich Monster durch Lärm, der in den Ohren dröhnt. Sweet. Ich mach schon wieder. Wait,
start hand isn't so bad. I can do something with it. I will can do something with it. If he uses his mausoleum of the Kaiser, when he is really bad, and when he's really fucked, that's when I can get my game on. He is going to use it. Sweet. That's what I wanted. He uses it. Sweet. Pistol Dragon. I don't care. Nee. Me. You know what? Screw you and your fucking woods. You're not that good as you think you are. I use one trap card and it's over. Forever. You sons of a bitch. Let me tell one now. Wait, what's a good card? I could use this. Now I'm just speaking English because I'm gay. Because I'm gay. That's what I wanted to say. I attack directly. Nope, I don't want to activate this card. No. Still no. I didn't change my mind. I end my turn. It's your move, Bandit Kaif. Show me what you got. Oh, he's going to summon his pistol dragon again. Let me guess. You get it. Yes? No? As I predicted. You're just a fucking cheater. Schalt dein Maul. Come on. Seriously? Lame. You fucking pussy. One turn too late. Seriously. Fucking moron. Hey, attack. Don't activate your effect. Oh, come on. No. Fuck your life and your wife. Seriously. That's some bullshit. Yeah, fuck you. I just did it because I can. And you're not. And you're a fucking son of a bitch. That build sucks hard. That really sucks hard. I can't do shit. I really want to do shit. Because this shit is fuck, man. So. If you don't use his effect, if you manage to don't get his effect off, I won. I seriously won. But you will get, yes, you're going to, as I expected. And this fucking cheater. He has no balls. And said, he just attacks. He's going to use his effect because he have no balls. Until it's dropped. And I don't mean the best. Come on, I'm going to win this in this episode. I promise. I'm going to win it. Someday. Maybe. If I believe in the heart of gods, maybe. But no, he's just cheating. Yeah, cards I can't use. Sweet. I set two cards face down and I end my turn. Sweet.
Thank you. Very much. Now you're going to pay. I mean die. It's the same, I know, but who cares? You pistol train again? Seriously? That hurt. Lots. No, thank God. Alright, you're going to pay for what you've done. I set one card face down when I activate your spell card. I mean, your field spell card. You son of a bitch. You didn't expect that. Nein. Jetzt sprichst du Deutsch. Because I can. Maybe not. But eh? Just attack. And now you're going to pay, you're going to die and pay for what you've done to me. The whole game's over. Die. Red Eyes Black Dragon attack. Flamethrower. And I end my fucking turn. I hate your mother, and your life, and your family, and your sex tape. Did you? Just doing this because I can't. Just so that I can't summon my monster. You sons of a bitch. But you know what? I say what in the bot. I activate your own spell card. I just take the 2000 damage because life monster tribune mill. Is quote in German? In English? I don't know. Well, I'm going to activate your own fucking spell card to destroy your field spell. So that you know. Ow. It's totally fine. I mean, fine. Don't mind. I attack with my monster. Come on, shut up. Oh, seriously? No. That's some lame bullshit. I just should have waited. But now... I wanted to be cool, and now I'm going to pay for it. No, you got again? Oh, I should have knew it. Ow. Another pistol. No, slot machine. Cool. Are you going to attack? But I activate my trap card. Because I knew that you will do that. I equip my monster. Bye bye. Go back to the defense position. Metal morph. Come on, I didn't expect that. Seriously? It's going to be lame. I hate this duel already. Okay. I really need to go to sleep. But I'm going to duel till it's finally over and I won. Against this cheating motherfucker. Mirror Force. Come activate your field spell. I know you want to do it. I really know. I know everything what you want to do. Because I'm a fucking cheater, like you are. Hey, look, I'm well form. And then place a monster in attack position and attack you. Directly. Cheats. 1000 damage. It's finally going to be okay. Wait a moment. I mean, shut up. I don't want to see your fucking... Ooh, we got a good card.
Let's see. This game is going to be nice. Maybe. Or maybe not. Should I fuck off fusion? Should I say fuck off fusion? I don't know. I need to do a special summon from the deck. Doesn't matter. Summon a monster in attack position. No. And when I attack your life monster directly. Oh. Red one hurt. A lot. Hopefully. Hopefully you die from AIDS. It may be cancer. But both would be really, really, really good. I don't want to speak English anymore. Fuck you. I hate you so much. Did you know it? Yeah, you know that, of course. Because you are the sons of a son of a bitch. You know what? I don't give a fuck. I have Mirror Force. Huh, you end your turn. That's depressing. So you know what? I'm going to activate your field spell. To summon my Red Eyes Black Ring. No. No. Come forth, Red Eyes Black Ring. And do I really win this duel? That was lame. 9. Plus attack already. God damn it. Come on, Metal Morph. And I won. Auf keinen Fall, er hat mich geschlagen. Dieses Duell zählt nicht. Die Eintrittskarte zeigte in dieses Spiel war nicht einmal seine. Daher sollte das Duell nicht sehen und er sollte hier disqualifiziert werden. Er hat recht, meine Karte war weg, also gab mir mal ihre. Aber sag mir, Kaif, wie konntest du wissen, dass dies nicht meine ist? Ich bin ganz Ohr. Also, warum erklärst du das nicht? Er muss nicht. Ist klar, dass Kaif die Karte von Joey stahl. Deshalb ist er sich so sicher, dass du nie in der Lage warst, die zu finden. Nimm den Schurken weg, weit weg. Nein! Oh, finally, I can go to bed. And this is the end of my turn, episode. See you next time. Bye bye.